Da sind ja welche. Hallöchen, Popöchen. Habt ihr den Mann verletzt? Habt ihr den Mann umgebracht? Also jetzt will ich wissen, was hier Sache ist, sonst. Armer, also. Also er heißt schon mal nicht Bandit. Und auch nicht Tarkan. Nette Armbrust. Jagen Sie zwar irgendwas? Ja, ein gottverdammtes Monster, das unsere Vorräte klaut. Ich hab's angeschossen. Aber es rannte in diese Höhle. Haben Sie es da drin nicht gesehen? Ist vielleicht doch besser so. Schließlich ist es verwundet. Okay. Der Mann hat Vorräte geklaut, um sein Zombie-Kind zu ernähren. Weil er... Also, er konnte es nicht umbringen. Hat es aber irgendwo hingepackt, wo keiner rankommt und wo er es auch nicht raus kann. Und hat es dann halt da hinten ernährt und hat dafür Vorräte geklaut. Die dachten, das wäre irgendein Biest, was von denen klaut, und die haben den abgeknallt. Oh. Nicht cool. Gar nicht cool. Na gut. Jo, Dino, bis zum nächsten Mal. Wie komme ich jetzt hier wieder weg, ist die Frage. Wir machen zu viel Lärm. Wir sind ja irgendwo am Arsch der Welt gelaufen, müssen zurücklaufen. Am Arsch der Welt gelandet und müssen jetzt zurücklaufen. Herrlich. Super. Irgendwo hoch mit dem Haken vielleicht. Ja. Fahrzeug steht gleich da vorne. Da schon wieder los. Braucht einer Hilfe? Das Reserverad. Okay, noch einer. Was ist überall schwarz und weiß und rot? Was, Yassir? Ich habe gerade mal eine Quest für euch gemacht und du hast jetzt schon die nächste Story-Quest für mich? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich will erstmal alle Side-Quests machen. Yassir ruft uns schon zurück. Hä? Überrascht mich gerade ein bisschen.
irgendwie durch die Pampa. Wird schon. Wird schon irgendwie gehen, ne? Während sie zu Yasir zurück, das überrascht mich gerade eigentlich, weil ich wollte eigentlich noch ein paar mehr Sidequests machen, bevor es ja schon irgendwie weitergeht. Fahrerstufe. Ach, man bekommt auch noch Fahrerlevel. Was? Exploder. Das ist ja eigentlich auf. Könnt ihr das aufmachen für mich? Nee. Kann man nur von der Seite ran. Ich glaube, wir hatten eine neue Federung gefunden. Die könnte ich mal reinsetzen. Federung. Stufe 4. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mit dem Yasir reden soll. Ich möchte nicht, dass wir irgendwelche Sidequests verpassen, weil der schon zu schnell die Story vorantreiben will. Ah! So ein Gesichtsloser. Sprechen Sie mit den Gesichtslosen. Nö, mach ich nicht. Mach ich nicht. Wir machen erstmal wirklich noch ein paar andere Quests. Guck mal, es sind schon wieder neue vermisste Personen aufgetaucht. Ich nehme die Vermissten jetzt einfach mal alle an. Wir werden dann irgendwann einfach mal alle Vermissten durchfahren gehen oder irgendwie sowas. Oder wenn die in der Nähe sind, irgendwie mitmachen, keine Ahnung. Nazan wird nun schon seit 2 Tagen vermisst. Wahrscheinlich ist sie wieder mal zu ihrem alten Haus gegangen. Sie hatte Angst, der Kram ihrer Großmutter könnte von Banditen gestohlen werden. Könnte bitte jemand versuchen, sie aufzuspüren? Merkur. Das hier, eine seltsame Bitte. Can you bring me the package? Mr. Postmister, has my package. Mr. Postmister has my package, was? Okay, das machen wir. Ja, sehr. Wer hat das gemalt? Oh, das ist nicht wichtig. Der Junge, ständig malt er was und ich werfe es weg. Aber was stellen Sie da? Etwas, von dem der Junge besessen ist. Seine Mutter nahm kurz vor dem Ausbruch einen Job in Harran an und ließ ihn bei seinen Großeltern. Sie hatte ihm wohl versprochen, ein Geschenk zu schicken. Du weißt ja, was passiert ist. Schmeiß die Zeichnung weg. Oh, ach komm, der kleine Junge. Da geht die Post ab. Mr. Postmann, hab mein Paket dabei. Kannst du mir das Paket bringen? Ja, klar. Dann hat der Junge also die ganze Zeit auf ein Geschenk gewartet? Armer Kerl. Ja, sehr traurig. Aber je schneller er sich daran gewöhnt, traurig zu sein, desto besser. Da machen wir das, hallo? Begeben Sie sich zur Postfiliale. Wo ist denn... Ah, schon wieder in die Stadt, in der wir gerade fahren. Aber nicht bei Nacht. Nicht bei Nacht, meine Freunde. Bei aller Liebe, aber nicht bei Nacht. Das machen wir heute auf jeden Fall noch. Bringen wir dem Jungen seine Post, sein Paket. Und dann weiß ich gar nicht, dann könnte es sein, dass ich schon wieder dann erstmal Schluss machen muss für heute. Abendbrot vorbereiten und nach dem Abendbrot, wisst ihr ja, wie geht's weiter mit Pokémon Infinite Fusion. Hier links lang? Ich weiß es immer nicht. Ich
Hier gibt es auch noch eine Quest, aber die machen wir ein andermal. Wie gesagt, ich mag das nicht so, alle Quests annehmen und dann einfach nur wieder hin und her fahren und alles durchjagen, ohne überhaupt noch zu wissen, warum man dahin fährt. Deshalb mache ich die Quests alle einzeln. Wenn man Auto fahren könnte, oder? Das wäre schon mal eine kleine Hilfe. Fährt hier wie... Ach Gott. Wie, ich weiß nicht, vom Henker gejagt oder wie sagt man, von der Biene gestochen? Benzin sparen. Zum Fahren benötigt der Buggy Benzin. Scheiße. Ja, wir haben doch aber Benzin. Ich klaue immer an den Autos was, wenn ich was finde. Also prinzipiell, wenn man an Militärfahrzeugen oder Polizeifahrzeugen vorbeikommt, lohnt es sich schon da ab und zu mal unter die Motorhaube zu gucken. Und wenn ich dann sowieso schon unter die Haube gucke, dann nehme ich meistens noch ein bisschen Sprit mit. Ding ist ja fast kaputt. Kann man das reparieren? Ja. Postmann. Geht's denn hier rein? Hallo? Gibt's hier auch irgendwo einen Eingang? Oder gibt's nur einen Zweigang? Ach, das ist bloß für eine Bonusbelohnung. Das brauche ich nicht. Also ich kann so oft benutzen, wie ich möchte. Was ist denn hier los? Da piept doch was. Notiz, Notiz, Notiz. Gerade drei Briefe gefunden und irgendwas piept. Nicht, dass der eine Bombe irgendwo drin hat. Hier, Briefe. Hi, Geburtstagskind. Ich wette, du hast gedacht, ich vergesse es. Stimmt's? Wie fühlt es sich denn an, 10 Jahre alt zu sein? Du hast noch immer dein ganzes Leben vor dir. Ich erinnere mich noch, als ich in deinem Alter war. Ich habe fürchterlichen Ärger bekommen, weil ich Steinchen auf Autos geworfen habe. Macht man aber echt nicht, das Assi. Himmel, war deine Grandma sauer auf mich. Ohne deine Mom und dich ist es hier fürchterlich langweilig. Ihr beide fehlt mir so sehr. Nachdem ich von meinem Trupp getrennt wurde, hatte ich Glück und fand eine Sicherheitszone, nicht weit von zu Hause. Mein Biss sieht jeden Tag besser aus. Und sobald das Fieber runtergeht, mache ich mich auf den Weg nach Hause. Gib deiner Mom einen Kuss von mir. Ich werde bald bei euch sein. Ich liebe dich. Dad. Second Lieutenant Jason Dill. Ja, der kommt nicht mehr nach Hause. Weißt du noch, als wir die ganze Nacht in die Sterne geguckt haben und erst heimgingen, als die Sonne schon aufgegangen war? Oder damals, als wir zelten waren und beide unsere Schlafsäcke vergessen hatten? Wir lachten, bis uns die Tränen kamen. Und dann fuhren wir den ganzen Weg zurück nach Hause. Auch wenn das nur zwei winzig kleine Momente unserer Beziehung waren, so waren es doch die Momente, die mir gezeigt haben, dass ich dich liebe, Kevin. Hallo, Heidi. Es waren die Momente, in denen ich die Welt um mich herum vergessen konnte und nur mit dir zusammen war.
auch wenn es nur für eine Minute war. Ich weiß, dass du es nicht leiden kannst, wenn ich gefühlsduselig oder kitschig werde, aber ich kann einfach nicht anders. Ich habe nach 3 Jahren immer noch Schmetterlinge im Bauch, wenn ich dich sehe. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich möchte, dass du das weißt. Das Traurige ist, dass ich nicht weiß, wann ich hier weg kann. Ich weiß, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, weil du nicht wolltest, dass ich hierher fahre. Und es tut mir leid. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Glaube nicht, dass die sich nochmal wiedersehen. Ach man, das ist so schön, so kleine Storys zu finden, aber auch irgendwie so traurig. Oh, Pippi. Hey, Pippi, die Telefone funktionieren hier nicht. Daher dachte ich, ich mache es auf die altmodische Tour und schicke dir einen Brief zum Geburtstag. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich nicht rechtzeitig zurück war. Es sieht aus, als würde ich noch eine Weile hier festsitzen. Aber zurück zum Thema. Süße 16, was? Sweet 16. Also süße 16 klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Sweet 16, das ist ein... Gibt es doch sogar so eine Fernsehserie bei den Amis, wo die große Feier machen für 16-Jährige. Und ich glaube, bei den Latinas und den Latinos ist 16 auch wie so eine Art Erwachsenwerden-Feier. Wie nennt sich das? Quinceañera? Irgendwie sowas. Also 16 ist in vielen Kulturen so das Erwachsenwerden. Ich weiß noch, als du in den Windeln gelegen hast, ich habe sogar ein paar davon gewechselt. Wie ich sagte, werde ich noch etwas hier bleiben müssen. Und da du ja jetzt praktisch erwachsen bist, möchte ich, dass du für mich auf Mom und die anderen aufpasst, okay? Hilf Mom im Haus, sorge dafür, dass M und Zoe sich nicht zu viel zanken. Tu das für mich, Schwesterchen. Dann verspreche ich dir auch, ein paar umwerfende Souvenirs mitzubringen, okay? Versprich es mir. Hier ist es gerade ziemlich schlimm. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich. Ich hab dich lieb, Schwesterchen. Sag auch Mom, dass ich sie liebe. Und vergiss nicht, den Hund zu füttern. Mach dir keine Sorgen um mich. Auch wenn ich nicht danach aussehe, aber ich bin knallhart. Oder zumindest bin ich ein kleines Glückskind. Jedenfalls bis jetzt. Haha, ich drücke dich. Mensch, da hofft man fast, dass die es doch noch nach Hause geschafft haben. Aber warum zum Henker piept das hier gerade so? Alter, wie viele Notizen sind das? Wie viele Notizen sind das? Mein liebster Mike. Warten. Das scheint mir in diesen Tagen meine einzige Beschäftigung zu sein. Auf Nachrichten warten, auf Neuigkeiten aus der Außenwelt warten, selbst auf Essen warten. Aber das Schlimmste ist, auf Informationen zu warten, ob du da draußen auf der anderen Seite noch am Leben bist. Darauf zu warten, dich wieder in meinen Armen zu halten und dich zu umarmen. Darauf zu warten, dein wunderschönes Lächeln wiederzusehen. Darauf zu warten, dir noch einmal sagen zu dürfen, wie sehr ich dich liebe. Darauf zu warten, dir zu gehören. Ich werde auch weiterhin geduldig sein und warten. Denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass wir wieder vereint sein werden. Ich kann es spüren. Ich weiß es. Ich muss daran glauben. Es ist das Einzige, was mich Tag für Tag antreibt. Ich trage unser Hochzeitsfoto in meiner rechten Socke. Socke. Hast du keine Hosentaschen? Ich trage dein unser Hochzeitsfoto in meiner rechten Socke, damit du immer bei mir bist. Fürchte dich nicht, mein Liebster. Wir werden bald wieder zusammen sein. Ich werde auch weiterhin stark sein und für dich kämpfen. Für uns. Weil ich weiß, dass du das da draußen für mich tust. Ich werde auf dich warten. Immer. Weil ich dich nicht nur liebe, sondern weil du mein Leben bist. Auf immer dein Kairen. Ach Mensch, das ist alles so traurig. Die sind wahrscheinlich alle gestorben. Mensch, heute ist Lesestunde. Heute ist Lesestunde, Leute. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir dieses Jahr zu Weihnachten, dass meine Mom wieder gesund wird. Sie liegt schon seit Tagen im Bett und irgendwie geht es ihr nicht besser.
Heute Morgen hat sie sogar meinen Daddy gebissen. Mein Daddy hat geschrien. Ich hoffe, du bekommst diesen Brief bald. Michael. Oh Mann, das fing so schön an. Und dann kommt sowas. Lieber Emir, es fühlt sich seltsam an, dir einen altmodischen Brief zu schreiben, aber ohne funktionierendes Internet und Elektrizität habe ich keine andere Wahl. Das hier wird wahrscheinlich vorerst mein einziger Brief bleiben, da unsere Gruppe von diesem Finanzgebäude ins Stadion verlegt wird. Es wird immer schwieriger, die Screenings zu bestehen, weil alle, einschließlich der Beamten, die uns begleiten, immer paranoider werden. Es gibt nicht einmal eine Garantie, dass ich ins Stadion gelassen werde, da alle noch ein Screening durchlaufen müssen. Was ist, wenn meine Nase anfängt zu bluten oder ich einen leichten Husten bekomme? Wird man mich auf die Straße zu den Monstern werfen? Tag für Tag werden es mehr und ich fange an zu zweifeln, dass die Behörden uns beschützen können. Vielleicht werde ich sogar bald eine Waffe abfeuern müssen. Vielleicht muss ich mir sogar ein paar coole Sprüche überlegen wie: Du hast ein Date mit dem Tod! Versaus diesmal nicht! Auch wenn ich Witze reiße, habe ich doch Todesangst. Ich weiß nicht, was noch passieren wird. Antworte bitte so schnell wie möglich. Schick deinen Brief wie letztes Mal über den GRE und achte darauf, auf die Rückseite des Umschlags Überlebendengruppe 6 zu schreiben. Ich hoffe nur, dass ich in Sicherheit bin, wenn ich deinen Brief bekomme. Ich liebe und vermisse dich. Kümmere dich um Vater und sag ihm, dass ich seine Uhr noch habe. Sie ist das Einzige, was mich Tag für Tag aufrecht hält, bis dieser Albtraum vorbei ist. Pass auf dich auf. Kudret. Ah, die sind alle so schön und so traurig. So schön und doch so traurig. Was ist denn los? Upsi? Warum Upsi? Da ist er weg. Mein Internet weg? Oh, Tatsache. Der Stream ist weg, aber ich nehme noch auf. Wir lesen weiter. Ich habe vor vielleicht 2 Jahren angefangen, Cinder zu umwerben. Die arbeitete an der Taurus-Tankstelle und ich fuhr selbst dann hin, wenn ich gar kein Benzin brauchte. Ich wollte einfach mit ihr reden. Es hat einen Monat gedauert, bis ich den Mut hatte, mich mit ihr zu verabreden. Läuft YouTube noch? YouTube ist auch weg. Komisch. Also mein Twitch-Stream und mein YouTube-Stream sind weg. Aber Aufnahme läuft, wir lesen weiter. Es hat einen Monat gedauert, bis ich den Mut hatte, mich mit ihr zu verabreden. Von da an gingen wir regelmäßig gemeinsam aus. Leider wollte sie nicht nur mit mir ausgehen, denn sie hielt nicht viel davon, sich festzulegen. Ach, nicht nur mit mir ausgehen. Sie hat noch mit anderen rumgemacht. Bis ich ihr einen Ring an den Finger steckte, danach war sie nur mit mir zusammen. Zumindest sagte sie das. Es dauerte aber nicht lange, da wurde ich misstrauisch und fing an, ihr zu folgen. Als ich sie dabei erwischte, wie sie in der Bank mit so einem Arschgesicht sprach, stellte ich sie zur Rede. Doch sie leugnete alles. Ein paar Wochen später folgte ich ihr wieder. Und da erwischte ich sie, wie sie beim Autohändler mit einem anderen Pisser redete. Mir reichte es und ich fing an, Pläne zu schmieden. Aber dann fing diese ganze Zombie-Kacke an. Gleich nachdem ich sie ertappt hatte, wie sie in so einem Schmuckladen mit einem Drecksack redete. Cinder wurde gebissen, sie verwandelte sich und griff mich an. Und es war mir ein Vergnügen, der Schlampe den Kopf abzuhacken. In ihrer Tasche fand ich Unterlagen, dass sie Geld gespart hatte, um uns einen neuen Wagen zu kaufen und mir einen goldenen Ehering zu besorgen. Ja, das war meine fremdgehende Ehefrau. Ich schreibe all das auf, damit sie wissen, warum ich mein Leben beendet habe. Sie war gar nicht fremdgegangen, sie hat... sie hat Geld gespart, das Geld abgehoben und ist dann zum Autohändler und so weiter, ne? Ja. Läuft der Stream jetzt gar nicht mehr, oder was? Krass. Mein Internet aus. Ist mein Internet aus, oder was ist hier los? Ich guck mal ganz kurz nach, ob ich irgendwas sehen kann. YouTube läuft. YouTube läuft, keine Ahnung, warum Twitch nicht geht.
Ja, weiter geht's. Nächste Notiz. Liebe Nancy, ich bin jetzt seit ein paar Wochen in dieser Quarantäne. Es fühlt sich aber eher wie Monate an. Jeder, der draußen war, wurde infiziert und jeder hier drinnen verhält sich, als sei er es auch. Die Schreie in der Nacht hielten mich wach, aber bei dieser Stille jetzt dort draußen finde ich noch weniger Schlaf. Von den Wachen bekommen wir nur vage bis gar keine Antworten auf Fragen, wann wir die Quarantänezone verlassen können oder was überhaupt außerhalb passiert. Sie halten uns von Radio und Fernsehern fern. Unsere einzige Kontaktmöglichkeit nach draußen sind Briefe. Und ich bete für den armen Kerl, der sie zustellen muss. Es liegt ihm entweder sehr am Herzen, dass wir unsere Liebsten erreichen, oder er ist ein ziemlicher Trottel. Wahrscheinlich waren wir der Briefbote. Aber mir soll es egal sein. Ich kann nur hoffen, dass er es schafft, die Post zuzustellen. Die Kinder und du fehlen mir ganz fürchterlich. Ich schwelge oft in Erinnerungen an Fangenspielen im Garten, an Urlaube, an den Sex mit dir unter den Sternen. Und während ich so an die glücklichen Momente denke, zieht mich das nur noch mehr herunter. Hab keine Angst, meine Liebste. Ich werde mich heute Nacht hier herausschleichen und irgendwie zu euch kommen. Sicherlich wird dieser Brief dich zuerst erreichen. Es wird dann aber nicht mehr lange dauern, bis ich auch komme. Bis bald. Ich liebe dich, Travis. Ich wünschte... Das war das Gepiepe. Das war für den Alarm. Ich habe mich gewundert, warum es hier piept die ganze Zeit. Ach, das war der Alarm. Ich dachte schon, irgendwo ist eine Bombe oder eine Uhr oder sowas in einem Paket. Herrlich. Der Alarm. Jetzt bin ich auch wieder live auf Twitch, oder? Hallo. Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich habe einfach weiter vorgelesen. Mein liebster Erik. Haran geht vor die Hunde und reißt jeden mit sich. Diese fürchterlichen Kreaturen jagen und verfolgen mich in dieser kalten, einsamen Nacht. Ich bin allein und zittere in der Falle. Ich kann nirgendwo hin. Ich habe keine Möglichkeiten mehr. Ich schreibe diesen Brief, solange ich noch die Zeit dafür habe, und ich hoffe, dass er dich irgendwie erreicht. Mir bleibt noch eine letzte Kugel. Ich habe beschlossen, dass ich den Zeitpunkt meines Endes selbst bestimme. Der Gedanke, von diesen Viechern in Stücke gerissen zu werden, oder mich selbst in eins von ihnen zu verwandeln, ist um einiges schlimmer. Ich verspreche, dass ich es schnell und schmerzlos machen werde. Besser so. Bitte vergib mir. Ich liebe dich, Ariana. An denjenigen, der diesen Brief findet. Zuerst dachte ich, dass Angst das Schlimmste sei, was mir passieren könnte. Aber Erinnerungen in Grau, Schwarz und Blutrot an einst lebendige Menschen, sobald man die Augen schließt. Nur Schreie zu hören, das Geräusch brechender Knochen, zerrissener Kleidung, malmender Kiefer, wenn sie Fleisch kauen. Auch wenn einen nichts anderes umgibt als Stille. Blut und Verwesung zu riechen, wenn man selbst gewaschen ist. Ihren stinkig feuchten, kaltem Atem im Genick zu spüren, auch wenn man sich an einem sicheren Ort versteckt. Die Zukunft ist in den schwarzen, modrigen Lumpen eines alten, grausamen Weibs namens Schicksal gewandet. Sie starrt dich mit ihrem leeren Blick an, lacht wie von Sinnen. Heute weiß ich, dass Angst nicht das Schlimmste ist, denn sie bedeutet, dass ich noch immer den Willen zu kämpfen hatte, dass noch immer ein Funken Hoffnung durch das Dach dieser kranken Welt schien. Absolut nichts zu sehen, zu hören, zu riechen und zu fühlen. Ich bin noch am Leben, aber innerlich tot. Sie haben schon längst meine Seele gefressen und bald schon werden sie sich meinen Körper vornehmen,
Mein Verstand ist nur noch ein schwaches, sterbendes Licht. Das Dying Light. Roll Credits! Crane? Wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, war mit uns in Harran. Crane hat anderen falsche Hoffnungen gegeben. Ich bin ihm nicht gefolgt. Gab dafür keinen Grund. B. Brecken? Brecken? Nee, Brecken. Wer könnte denn B sein? Heißt nicht gefolgt, nicht hier rausgefolgt? Ist in der Stadt geblieben, also Brecken oder was? Wer ist B? Oh, ein Brief von jemandem, der uns kennt. Ich habe einen Schlüssel gesehen. Weiß nicht, ob ich die Tür aufmachen möchte. Abgeschlossen. Na toll. Wie soll ich denn da reinkommen? Aber da drüben rechts hängt ein Schlüssel. Seht ihr das? Wie kommt man da rein? Oh, noch mehr Briefe. Alter Schwede. Bei mir gibt's gleich Essen. Wie soll ich die denn alle vorlesen? Oh. Ich glaube, ich mache dann eine kurze Essenspause, wo ich dann auch die Aufnahme pausiere. Und wenn ich dann wiederkomme, lesen wir das noch alles zu Ende, machen die Quest noch fertig. Eigentlich war geplant nach dem Essen direkt Pokémon, aber ich muss das hier abschließen. Ich kann das nicht so oft stehen lassen. Amy, jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich dein Gesicht. Es lässt mich nicht einschlafen, worüber du wahrscheinlich lachen würdest. Es war eine journalistische Reise, die verdeutlichen sollte, wie groß der Unterschied zwischen reich und arm ist. Aber das ist nun vorbei. Jetzt geht es nur noch ums Überleben. Internet schon wieder aus? Das Internet ist schon wieder aus, Alter. Ich lese weiter vor. Weiß nicht, was da los ist. Wahrscheinlich wäre es seltsam, so etwas persönlich zu sagen, und wahrscheinlich wusstest du lange vor mir, dass ich mich in dich verliebt habe. Unsere gemeinsame Arbeit in den letzten Jahren hat mein Leben verändert. Und gerade als ich den Mut hatte, dir meine Liebe zu gestehen, wurde die Quarantäne erhoben. Typisch für mich. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hättest nicht mit mir kommen sollen. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, wie du gebissen wurdest, wie deine grünen Augen glasig wurden, wie du dich verwandelt hast. Ich weiß, ich hätte es für dich beenden sollen, als du mich darum gebeten hast, aber ich konnte es einfach nicht. Tut mir leid. Ich hoffe, jemand anderes hat dir den Gefallen getan, aber ich möchte irgendwie auch glauben, dass du immer noch da draußen bist. Dir diesen Brief an deine frühere Adresse zu schicken, ist irgendwie morbid. Aber es hält mich davon ab, nicht komplett durchzudrehen. Dein verzerrtes Gesicht verfolgt mich. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. In Liebe, Frank. Tja. Ey, so viele Notizen. Aber ich finde das auch schön irgendwie. Es hat was. Es ist gerade schade, dass die Live-Zuschauer es verpassen, weil ich gerade nicht live bin. Ich weiß nicht, was los ist. Mein komplettes Internet ist gerade weg. Sorry. Aber ich mache jetzt weiter. Man kann sich's ja dann hinterher nochmal angucken. In der Folge dann halt. Verehrter Leser, hier sind ein paar Worte aus der Quarantänezone. Meine Identität spielt keine Rolle mehr. Ich habe einfach irgendeine Adresse auf den Umschlag geschrieben. Und deshalb sind jetzt Sie, mein Freund, ein Zeuge der Vorfälle in Harran.
Die Leute in der Postfiliale schwören, dass unsere Briefe die Außenwelt erreichen. Jeder hier weiß aber, dass es eine Lüge ist und dass sie uns das bisschen Hoffnung nicht zerstören wollen. Glauben Sie dem Militär nicht, glauben Sie der Regierung nicht, glauben Sie niemanden, der für den Staat arbeitet. Sie lügen alle. Wir sind dem Untergang geweiht. Kommen Sie nicht hierher, versuchen Sie nicht, uns zu retten. Verriegeln Sie die Zone, feuern Sie die Atombomben ab, bevor es sich weiter ausbreitet. Bitte kopieren Sie diesen Brief und leiten Sie ihn weiter. Dieser Brief ist nichts weiter als ein Abschied und eine Warnung. Vielleicht wird er zu einem Stück Geschichte, der irgendwann einmal auf einer Denkstätte landet, um uns zu bezeugen, was hier geschehen ist. Eigentlich schade, ne? Dadurch, dass wir Haran gerettet haben mit Crane, dadurch, dass wir die Bombardierung verhindert haben, haben wir eigentlich noch was viel, viel Schlimmeres getan und quasi die ganze Menschheit verdammt. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist. Es gibt Dying Light 2 und in Dying Light 2 ist die ganze Welt infiziert. Sorry für den Spoiler, aber wir sind schuld dran. Hätten wir den GRE und das Verteidigungsministerium nicht aufgehalten und hätten sie Haran weggebombt, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Wenn Sie diesen Brief in Haran finden, nehmen Sie ihn bitte nur dann mit, wenn Sie sich absolut sicher sind, dass Sie ihn an einen sicheren Ort bringen können, der nicht feucht ist, an dem es nicht brennt und an dem es keine Infizierten gibt. Oder noch besser, nach draußen. Wenn Sie sich nicht sicher sind oder wenn Sie kontaminiert sind, lassen Sie ihn hier, wo Sie ihn gefunden haben. Bitte. Leben Sie wohl. Geh Merlin! Es ist der Waffenschmied. Es ist der Waffenschmied, der sich um die Kinder gekümmert hat. Der hatte diese kleine Kindertagesstätte mit seiner Frau. Und der hat das ist der Waffenschmied. Boah. Mensch, wir sehen hier Briefe von Leuten, die wir kennen. Ist ja krass. Oh. Bitte, ich mache jetzt erstmal eine ganz kleine Aufnahmepause und gehe mal gucken, was mit dem Internet los ist. Wenn ich wiederkomme, machen wir dann einfach weiter. Vielleicht esse ich dann auch erstmal, bevor wir weitermachen oder sowas. Aber ich bin mal kurz weg. Ihr werdet nur einen ganz, ganz kleinen Schnitt feststellen in der Folge dann. Und live ist gerade keiner da. Ich weiß nicht, was da los ist mit dem Internet. Bis gleich. Ja. Internet läuft wieder. Ich würde jetzt weiter vorlesen. Ich möchte auf jeden Fall diese Quest noch abschließen. Und die Briefe dazu alle vorlesen, weil es gerade so schon Spaß macht. Und dann mache ich Abendbrot und wechseln wir auf Pokémon. Ne? Also könnte sein, dass das Video ein bisschen länger wird, weil wir so viel vorlesen. Ist nicht schlimm, oder? John! Hey, kleiner Bruder. Ich bin mir nicht sicher, ob du gehört hast, was hier draußen so los ist. Aber es sieht wirklich nicht gut aus. Was ich als perfekte Hochzeitsreise für Carrie und mich geplant hatte, stellt sich als mein größter Albtraum heraus. Diese Viecher haben sie an einem der ersten Tage erwischt. Und ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe gekämpft und gekämpft, aber es kamen immer mehr von diesen Monstern. Ich war machtlos. Gerade als ich dachte, es wäre vorbei mit mir, kam mir ein Typ zu Hilfe und brachte mich hierher. Das alles macht mir sehr zu schaffen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ohne sie weiterleben will. Ich weiß aber auch, dass du deinen großen Bruder noch brauchst. Und daher werde ich alles daran setzen, um lebendig zu dir zu kommen. Falls ich es doch nicht schaffe, möchte ich, dass du weißt, dass ich dich liebe und dass du immer mein bester Freund warst. Sag auch Mom und Dad, dass ich sie liebe. Ihr seid alles, was ich auf dieser Welt noch habe. Deshalb passt bitte gut auf euch auf. In Liebe. Red. PS, bitte kümmert euch auch weiter um Admiral Kitty Whiskers. Admiral Kitty Whiskers. Herrlich. Witziger Katzenname. Auf V? Keine Ahnung. Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich ohne dich aufwache. Alles ist so schnell passiert und niemand hier weiß genau, was eigentlich geschehen ist. So viele Leute wurden weggebracht
und werden nie zurückkehren. Wir werden festgehalten. Es geht hier vor sich. Ich habe Angst. Ich wünschte, ich wüsste, ob es dir gut geht. Ich habe Angst, dass wir uns in dieser Nacht zum letzten Mal gesehen haben. Es war meine Schuld, dass wir uns gestritten haben. Vielleicht werde ich nie die Chance haben, dir das zu sagen. Es gibt so vieles, was ich dir sagen wollte und dir noch immer sagen will. Ich hoffe, dass ihr zwei an einem sicheren Ort seid und mir einen Brief schreibt. Einen Brief, den ich oder du nie bekommen wirst. Aber es ist der Gedanke, der zählt, nicht wahr? Wenn du diesen Brief doch bekommst, dann solltest du wissen, dass ich dich liebe und dich immer lieben werde. Jay. J. Jonah Jameson Jr. Jack, ich weiß nicht, ob dieser Brief dich je erreichen wird, also schreibe ich das hier vielleicht nur für mich selbst auf. Ich weiß, dass das, was ich getan habe, das Allerschlimmste war, was ich je in meinem Leben getan habe. Und dass es der Grund war, dass du gegangen bist. In den meisten Nächten, nachdem du weg warst, habe ich versucht, den Mut zu finden, vom Dach zu springen. Und jede Nacht habe ich gekniffen. Ich schätze, wenn ich die Eier gehabt hätte, mein Leben zu beenden, hätte ich auch die Eier gehabt, alles wieder zu richten. Es ist hier wirklich schlimm geworden zwischen schwindenden Vorräten, der Krankheit und diesen gottverdammten Monstern. Aber es hat mich verändert. Alles, was ich tun müsste, um zu sterben, ist rauszugehen und mich irgendwo hinzusetzen. Kein Rückzieher, einfach nur ein schnelles Ende. Aber ich will nicht sterben. Ich will leben. Vielleicht bin ich nicht besser als die Monster da draußen, aber ich möchte leben, um dich wiederzusehen. Ich verdiene deine Vergebung nicht. Und ich will sie auch nicht. Ich will nur sehen, dass es dir gut geht. Ich werde das hier in der Postfiliale hinterlassen. Hier hat es die besten Chancen, gefunden zu werden, falls jemand herkommt. Bitte pass auf dich auf. Du bist alles, was ich noch habe. Leo. Die Briefe sind alle so schön und doch so traurig. So verdammt traurig. Oh, fuck. Der Postmeister. Was ist denn das Grüne? Das hier. Ein Schlüssel, ein Brief, nur eine Notiz. Aufgrund zahlreicher verspäteter Zustellungen und Nachfragen unserer Kunden bezüglich des Verbleibs von Paketen haben wir GPS-Sender in unsere Postwagen einbauen lassen. Tracking-Informationen können ab dem vom Postmeister und diversen Schalterbeamten abgerufen werden. Die IT-Firma wird die benötigte Software nächste Woche installieren. Bestand 2 Postwagen 2002 101 PS. 4 PCs mit Startkonfiguration, einer davon mit Software zum Tracken von Postwagen. Ein PC in Premium-Ausführung und mit Software zum Tracken von Postwagen. 4 Kopierer, 10 Schreibtischlampen, 5 Wasserspender, eine Mikrowelle. Hauptsache eine Mikrowelle ist da. Hauptsache die Mikrowelle. Tut mir leid für dich, ey. Ich habe keine Ahnung, wer sie sind, aber ich hatte die Nase voll. Nehmen Sie ruhig alles mit, was Sie wollen. Ist ja nicht so, als würden wir die Sachen noch zustellen. Ich habe die Schlüssel zur Poststelle auf den Schreibtisch gelegt. Sie finden da drinnen unsere gesamten Bestände. Da sollte eine Liste an der Wand hängen. Drauf geschissen, ich habe den Job noch nie gemocht. Keine Ahnung, warum die mich überhaupt angestellt haben. Jetzt wird alles besser. Keine Sorgen mehr wegen der Zukunft. Kein Kopfzerbrechen mehr über die Gegenwart. Ich werde mir jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, um mich an einige gute Dinge aus der Vergangenheit zu erinnern. Und dann werde ich gehen. Viel Glück. KK. Klaus Kleber. Klaus Kleber und Gundula Gaudel. Entwurf Eisberg. Eine Liste an der Wand. Wahrscheinlich unten in dem Raum, oder?
Wahrscheinlich hier unten. Ach, Shadow, bist du wieder da? Ja, bei mir war Internet ausgefallen. Sorry, ich habe dann einfach ein bisschen weitergespielt und weitergelesen. Wer die Briefe alle nochmal sehen möchte, der kann sich dann einfach hinterher, wenn die Folge dann auf YouTube rauskommt, uns da nochmal angucken oder so. Keine Ahnung. Tut mir leid, aber ich weiß auch nicht, was ich da sonst machen soll. War komplett das Internet einfach weg. Komplett weg. So. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ab und zu mal, dass das Video mal kurz abstürzt oder so. Oder die Verbindung zu Twitch. Das gibt es ja manchmal. Aber das war bei mir gerade Totalausfall. Von Haran EPC an Mr. Emrael. Danach suche ich nicht. Von Left for Bread Bakery. Von Techland an A. Sikora. Techland ist die Firma, die das hier gemacht hat. Und Sikora, keine Ahnung, ist das entweder der CEO oder Lead Developer oder irgendwas. Irgendjemand Wichtiges wird das schon sein. Von Silas Motors an Unleserlich. Oh. Lackierung. Ah, für unseren Buggy haben wir eine neue Lackierung freigeschaltet. Ist ja cool. Von Haran National Bank an Haran Post 17. Okay, hier ist das Paket des Jungen schon mal nicht. Wir müssen vielleicht den Postwagen schon in finden. Der Auslieferung. Gibt's hier den PC zum Tracken? Bestand. Das sieht gut aus. Suchen Sie außerhalb der Postfiliale nach dem Paket. Okay. Ein Brief an Polat. Sehr einfach. Bringen Sie den Brief zu Polat. Okay. Aber nicht auf Zeit, oder? Ein Brief an Sarah. Bringen Sie den Brief zu Sarah. Ja, das nehmen wir jetzt alles an. Aber das werden wir heute nicht mehr machen. Wir wollen jetzt eigentlich nur noch das Paket für den kleinen Jungen. Und dazu müssen wir den zweiten Postwagen finden. Und dann mache ich mir erst ein schönes Abendbrot. Ich habe Hunger wie Sau. Aber der Hase ist auch noch nicht fertig. Ja, Hase. Hm. Der Hase ist im Ofen. Und braucht noch ein bisschen. Der Postbote ist so weit weggefahren und dann irgendwo außerhalb hier gestorben. Das ist eigentlich schade. Oh, fuck. Ach, hier oben auf der Brücke, ne? Da wird er irgendwo liegen geblieben sein. Na super. Alarm ist genau das, was ich gerade brauche.
Warum ist das explodiert? Warum ist das Auto explodiert? Und es hat mich von der Brücke runtergeschmissen. Es hat mich von der Brücke runtergeschleudert. Alter. Schöne Scheiße. Immer ein bisschen Sprit mitnehmen. Oh, herrlich. Wo ist denn hier der Sprit? Oh, der hat links und rechts einen Tank. Kommt denn der jetzt her, Alter? Das war gerade sehr überraschend, sag ich mal so. Ach, Tio, ey, auf Breakdancer zu machen, du bist doch nicht Eddie. Das passt, Auto. Und da ist der... Da war auch der Postbote. Hier. Das ist der Postbote. Kommt jetzt hier hochgerannt? Ne? Ja, du warst sehr, sehr tapfer, dass du bei der Apokalypse einfach wirklich mit dem Postwagen rausgefahren bist, um die Briefe auszutragen. Also ich weiß nicht, ob das dumm ist oder tapfer oder ich weiß es nicht. Einfach nur krank. Er wollte unbedingt seinen Job noch erledigen. Ja, bringen Sie das Paket zu Yazir. Kriegen wir noch hin. Das machen wir noch und dann kümmere ich mich mal um den Hasen im Ofen. Mach gemütlich Abendbrot und hoffentlich sind dann die Internetprobleme gelöst bis dahin. Denn dann, Rest des Abends, machen wir schön gemütlich Pokémon Infinite Fusion. Na? Sprungschanze. Ich will die hier rumstellen. Na ja, das Zeug. Belohnung? Belohnung? Hallo, Belohnung! Gib Belohnung! Heilige Scheiße, noch eine! Du sollst da nicht weiter reinlaufen, du sollst... Ach, ist mir egal. Ich hab den gerettet und er läuft immer weiter rein, dann soll er sterben.
Wenn das unbedingt will, soll das doch. So, was ist denn hier? Ach, die Briefe. Die Briefe, die ich gerade bekommen habe. Ja. Alan, sind Sie das? Hier, ich habe Ihnen was von der Post mitgebracht. Soll das ein Witz sein? Das ist ja großartig. Wow, ja. Michael, Sie haben mir meine Stromrechnung gebracht. Oh, nun mal langsam. Ich lese keine fremden Briefe. Woher soll ich wissen, was es ist? Ah, drauf geschissen. Ich werde sowieso nicht bezahlen. Stromrechnung. Was hast du bekommen? Entschuldigung, Sarah. Ich habe auf der Post was für dich gefunden. Wirklich? Ich meine, danke, aber warum hast du es den weiten Weg hergebracht? Ich dachte, es könnte wichtig sein. Wow. Einen Moment lang dachte ich, alles wäre wieder wie früher. Als wäre dieser ganze Albtraum nie passiert. Danke. Vielen Dank. Hey, kein Problem. Ja, nice, ne? Man bringt den Menschen einfach nur so ein kleines Stückchen Realität, oder was heißt Realität? Frühere Realität zurück, ne? Man bringt denen etwas, was sie an das Leben von damals erinnert. Einfach nur ein Brief, auch wenn der total sinnlos ist, auch wenn es nur eine Rechnung ist. Es gibt einem nochmal irgendwie so die Illusion, dass alles wieder okay ist. Hey, Pollard. Ich habe auf der Post einen Brief für Sie gefunden. Ernsthaft? Danke. Von wem der wohl ist? Ich frage nur ungern, aber ich kann nicht lesen. Meine Frau hat mir immer alles vorgelesen, aber seit sie tot ist, würde es Ihnen etwas ausmachen. Nein, kein Problem. Mal sehen. Sicher, dass ich das vorlesen soll? Es ist ein sehr persönlicher Brief. Bitte lesen Sie vor. Okay, also. Pollard, du gottverdammter Hurensohn, denk nicht mal dran, da draußen zu sterben. Wenn ich zu hören bekomme, dass ein Zombie dich erwischt hat, werde ich dich im Jenseits heimsuchen. Dein Arsch gehört mir. Herzlichst, Talo. Oh Mann, der Mann fehlt mir. Wie bitte? Talo ist mein Bruder. Hab ihn schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, ob er überhaupt noch lebt. Danke, dass Sie mir den Brief gebracht haben. Ja, genau das meine ich. Es gibt einem nochmal so eine kleine Erinnerung an die Zeiten davor. Und da freut man sich einfach, ne? Auch wenn der Brief jetzt total sinnlos ist. Finde ich schön, sowas. Echt cool. Und jetzt hier das Geschenk für den kleinen Jungen. Ja, sehe, ich habe das Paket des Jungen gefunden. Kannst du es ihm bringen? Du hast dein Leben riskiert, um ein Kind glücklich zu machen. Ich bin sprachlos. Danke. So läuft das hier. Bei Döskop und KKG. ich würde auch gerne sehen, ob der Junge das Geschenk jetzt bekommen hat. Ob jetzt irgendwo ein kleines Kind mit einem neuen Spielzeug spielt oder sowas. Oder ob man vielleicht so ein Kind ansprechen kann. Und der sagt dann, ah, ich habe ein Geschenk bekommen von meiner Oma oder irgendwie sowas. Das wäre doch der Hammer. Hm, was ist denn hier los? Aha, ja. Ja, mhm, ja. Weitermachen. Mhm. Kindchen, du vielleicht? Nee, du spielst mit der Dose. Na gut. Vielleicht, wenn wir das Spiel das nächste Mal laden, läuft dann vielleicht ein Kind mit einem Ball rum oder sowas. Halt mir mal die Augen offen. Denn wirklich, für jetzt muss ich erstmal wieder Schluss machen. Wir gucken uns die nächsten Quests ganz gemütlich über die nächsten Tage an. Wie gesagt, immer nachmittags so eine kleine Runde. 2-3 Stunden wären das. Und abends dann nochmal eine Runde. Wieder auch so 2-3 Stunden Pokémon. Schaut rein, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Gerne auch zu beidem. Oder wenn ihr was verpasst, es landet ja alles hinterher dann nochmal in Folgen auf YouTube. Da könnt ihr es dann auch nochmal gucken. Oder im WOD. Oder sonst wie. Ihr findet schon irgendwo. Dann sage ich mal danke fürs Reinschauen. Hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oder nach dem Essen gleich. Das Anton und der Döskop sagen tschüss.